das Pult betritt nun Hermann Gahr von der ÖVP. Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die öffentliche und persönliche Sicherheit ist ein wichtiges und unverzichtbares Gut und Recht, und Österreich ist ein sicheres Land und es soll auch in Zukunft so bleiben. Fakt ist, dass es aktuelle Gefahren und Bedrohungen gibt, welche die öffentliche Sicherheit beeinflussen und den Menschen auch teilweise Angst machen. Mit der Novellierung dieses Sicherheitspolizeigesetzes schaffen wir neue und zeitgemäße Möglichkeiten, die öffentliche Sicherheit zu verbessern. Es wurde ja heute schon eingangs gesagt, dass hier gerade unsere Polizistinnen und Polizisten praxistaugliche Möglichkeiten brauchen, und Mittel und Befugnisse, um bei Gefahr agieren zu können. Es können Betretungsverbote bei Kindergärten, Schulen, Vereinslokalen und sonstigen Plätzen ausgesprochen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, jeder von uns kennt solche Plätze, wo diese öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Wenn ich an Innsbruck denke, Frau Kollegin Wurm, die Bogenmeile oder am Bahnhof oder im Bozerplatzbereich, hier gibt es Bereiche, wo die Menschen einfach Angst verspüren und durch Belästigungen, sage ich, Mitmenschen, sage ich, verunsichern und gefährden. Es ist daher unsere Pflicht und unser Auftrag, dass wir Handlungen setzen, bevor etwas passiert. Wir müssen agieren und nicht reagieren. Wir müssen die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen und die Realitäten erkennen. Und daher hätte ich mir heute erwartet, dass hier so einige Dinge der Opposition mitgetragen hätten werden können. Wir haben im Ausschuss, glaube ich, intensiv diskutiert und auch inhaltlich, glaube ich, sehr tief diskutiert. Und daher hätte ich mir heute eine breitere Zustimmung erwartet, wenn es um die Sicherheit geht. Wir können mit dem neuen Sicherheitspolizeigesetz auch präventiv wirken und eingehen, gerade was den Drogenhandel um Schulen betrifft oder die Gewalt und der Vandalismus bei sportlichen Großveranstaltungen. Die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz bringt mehr Schutz und Sicherheit für das öffentliche Leben und das öffentliche Miteinander. Mit dem neuen Gesetz wird die Kontrolle und der Ermittlungsdruck erhöht. Die Polizei bekommt mehr Befugnisse. Wir geben also dem Opferschutz mehr Priorität und Stellenwert. Ich möchte mich hier nochmals bei Bundesminister Sobotka bedanken, glaube ich, für diese intensive und ausgewogene Diskussion, aber auch die Konsequenz, das jetzt umzusetzen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Es geht um die Sicherheit, und für diese stehen wir auch in Zukunft. Danke. Es sei die Politik, die Pflicht der Politik zu handeln, bevor etwas passiere, so Hermann Gahr von der ÖVP. Er hätte sich eine breitere Zustimmung für die Präventionsnovelle gewünscht. Nächste.